Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und jetzt werden wir mit Parvati sprechen und diese Nebenmission hier, Nebenauftrag, trinkt den Saphirwein. Jetzt habe ich ja die zwei miteinander bekannt gemacht und jetzt kann ich mit den beiden reden. Sprich mit Parvati auf dem Schiff, um zu sehen, wie die Dinge zwischen den beiden vorankommen. Hey Captain. Los geht's. Can I get your temperature on something real quick? Auf jeden Fall kannst du. Klar. So, June Lay and I have been talking some. Through messages? I got him here on my datapad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. Ein Gedicht? I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Okay. Du würdest also sagen, es kommt von Herzen. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. Okay. Das I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. Made my chest hurt, kinda. Klingt so, als würde sie dich mögen. Aber ich will sie nicht verlieren. Ich will Parvati auf keinen Fall verlieren. Diese Crew braucht dich. Yeah, okay. Deep breath. Maybe I just got a little squish for a minute. Abgeschlossen. 25.000 yeah, Punkte. There's other stuff he's doing. Ja, ich will die Parvati auf jeden Fall bei mir behalten. I was real out of sorts. Ah, I feel better now. Ich stehe hier wahrscheinlich einer jungen Liebe im Weg, aber hey, was will ich mal tun? Es ist so schwer. So, Gladys, Holomantel. Was ist denn mit diesem Holomantel? Wo ist denn der? Der ist da oben. Lalalala. Das ist ja auch noch so eine Nebenmission, oder? Der Holomantel. Nebenauftrag. Gladys, auch seine kritische Lösung. Solitärmaschine, bebildetes Handbuch. Wo habe ich denn diesen Holomantel gesehen? Dammit. Kann ich nicht mehr erinnern. Aber wir schauen einfach mal. Da ist er auf jeden Fall. Holomantel aufheben. Der Holomantel projiziert eine Verkleidung, die dir und deinen Begleitern Zugang auf Sperrgebiete gibt, sofern du dafür über passendes Auswahlmodul verfügst. Sperrgebiete sind ansonsten für nicht autorisierte Personen nicht zu betreten. Zur Wiederhandlung wird mit Waffengewalt vergolten. Zack. Optional. Hol dir den Holomantel. 14.000 Erfahrungspunkte. Sensationell. Das hier ist mein Mülleimer. Nein, das ist meine Kajüte, so wie mir scheint. Ich glaube, das hier ist die Captain's Lounge. Da drüben ist die Groundbreaker. Aha, okay, alles klar. Untersuchen. Edgewater-Schild. Adelaides Deserteure träumen von einem Leben in Unabhängigkeit, ohne vom Vorstand kontrolliert zu werden. Du hast ihnen eine wichtige Lektion erteilt. Niemals träumen. Gut. Ja, hier kann ich schlafen. Da ist der Mülleimer, alles klar. Da kann ich Dachen wegschmeißen. Das ist ein Bild. Ja, ich würde ja am liebsten hier aktuelle Nachrichten abrufen. Gibt es irgendwas Interessantes? Parvati, sowas mit ganz und gar nicht. Man steht in einem wundervollen Klang. Ach so, das ist das Gedicht, oder? Und dann kommt diese Frau. Die Zange, ihr Accessoire. Mit kunstvoller Frisur und glänzend seidig schwarzem Haar. Prima. Nachrichten für Alex Hawthorne. Ungelesene Nachricht angucken. Von Bedford. Aha, okay. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht drauf schießen. Naja, alles klar. Archivierte Nachrichten, gesendete Nachrichten angucken. An Bedford. Aha. Gib mir einen Drink in the Lost Hope aus. Ja, die sind tatsächlich befreundet. Dann haben wir hier ein paar Protokolle. Schrumpfstrahler. Notiz an mich, nicht vergessen. Ada, erinnere mich dran. Schrumpfstrahler. Es gab doch, ich sollte doch noch... Ah ja, hier, genau. Waffen aus der endlosen Leere. Bringe Phineas Wissenschaftswaffe an dich. Jetzt habe ich es nicht lesen können, so schnell. Waffen aus der endlosen Leere.
Den Protokollen auf Hawthorns Terminal zufolge verfügt Phineas in seinem Orbitallabor über eine mächtige Waffe. Die Protokolle auf Hawthorns erwähnten Gerüchte von der Groundbreaker über einen Wissenschaftler, der damit geprahlt hat, eine mächtige Waffe zu erforschen. Vielleicht finden sich auf der Station weitere Hinweise. Ein weiteres Protokoll von Hawthorn gewährt Gladys Laden bei seiner Suche nach alten Aufzeichnungen. Anscheinend hat der Schmuggler dort öfter eine heiße Spur gefunden. Ja, puh, ich könnte ja mich kurz mal mit dieser Waffe hier beschäftigen. Warum auch nicht? Dazu muss ich das Schiff wiederum verlassen. Ich nehme die beiden mit. Und check das mal kurz mit dieser Waffe. Ich finde es grundsätzlich jetzt nicht so total uninteressant. Deswegen kann man sich das ja durchaus angucken. Vielleicht geht es ja auch relativ zackig. Sind ja auch nur 100. Ach nee, das ist Gladys. Moment mal. Phineas Waffe. Hä? Pavati auch da? Habe ich beide? Ja, ich habe beide wieder am Start. Wieso? Phineas Waffe, 2 Meter. Hätte ich gar nicht raus müssen? Müsste ich zu Ada gehen vielleicht? Denkbar. Ja, da habe ich mich doch glatt mal kurz verlaufen, so wie mir scheint. Lalalala, da ist es. Phineas Waffe. Hail, Captain. Your return time is within 14% of the expected value. Ach so, da muss ich erst noch irgendwo hinreisen, aber wahrscheinlich zu Phineas selbst. Aber ich wollte doch auf die Station. Da gab es doch irgendwie, außer jetzt das hier, hier. Es gab doch zwei Sachen. Bring die Wissenschaftswaffe der Groundbreaker. Die Protokolle. Gladys Laden. Also muss ich doch zu Gladys. Okay, dann probieren wir das mal als erstes. Bevor wir jetzt hier nämlich die Station verlassen, machen wir das erstmal. Reden nochmal mit Gladys. Vielleicht hat sie ja tatsächlich Informationen für uns, die von Nutzen sein können. Auf jeden Fall wäre das nicht schlecht. Alles, was uns weiterhilft, nehmen wir natürlich auch gerne entgegen. So. Genau, das ist Phineas Waffe. Aber hier kann ich nochmal mit Gladys sprechen. Ich glaube, ich musste da durch und dann da unten nach links, oder? Täusche ich mich. Ich täusche mich. Oder? Nein, doch nicht. So, jetzt kann ich nochmal mit ihr sprechen. Vergiss es. Ja, ja, mach ich. Ich kümmere mich gleich drum. Ich wollte dich etwas anderes fragen. What do you want then? My hard-earned wisdom? That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss June Lay. Wie meinst du das? The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, ma'am. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. Ich glaube, fast, go right ahead, sweetheart. Dass wir hier nicht so richtig weiterkommen. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Moment, ich muss noch mal ganz kurz lesen. Wissen Sie, vielleicht finden sich auf der Station weitere Hinweise. Gladys Laden bei seiner Suche nach alten Aufzeichnungen. Anscheinend hat der Schmuggler dort öfter eine heiße Spur gefunden.
Vielleicht finden Sie auf der Station weitere Hinweise. Ist ein bisschen ein Ratespiel jetzt gerade. Sie hat doch jetzt mal einen neuen Flottenspruch auf Lager. Zeig mal, was du so im Angebot hast. I've got a lovely little throw pillow. Just something I toss together. Like to keep my hands busy. Oh, sie hat aber interessante Sachen. Rabatt 7%. Es ist halt bloß blöd, ich habe keine Kohle. Überbrückungskontakt. Tech-Ausrüstung. Hier, Sichergriff. Die hat echt geile Sachen. Schaut euch das mal an. Sprinterlauf. Was kann ich damit? Feuerrate 15%. Grundsätzlich ist das ja toll. Immerhin kann ich bei ihr Sachen offensichtlich günstiger reparieren. Aber mir scheint, ich komme hier insgesamt nicht weiter. Ich probiere das mal anders anzugehen. Und zwar. Und zwar könnte ich jetzt zum Beispiel mal hier ein bisschen was mitnehmen. Waffenteile. Ein Rucksack. Hä? Echt jetzt? Habe ich einen Rucksack jetzt mitgenommen? Da. Nee, das ist der Körperpanzer. Halt. Stopp, 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 stopp. Holomantel. Jetzt finde ich wieder den Rucksack nicht. Ohrringe. Taschenohr. Rucksack, da ist er doch. Erhöht deine Tragekapazität. Rucksacktragekapazität. Ein Satz Schwungräder, die beim Laufen entstehende kinetische Energie des Trägers aufnehmen. Aha. Das ist ja toll. Da muss ich mal bei Gelegenheit gucken, wie ich das Ganze für meine Zwecke nutzen kann. Auch hier gibt es übrigens auch einen Dietrich, sogar mehrere, drei Stück. Toll. Sonst gibt es aber nichts. Mülleimer, genau, hier gibt es nichts. Super, das hat sich doch gelohnt, hierher zu kommen. Verkaufsautomat, das bringt mir nichts. Ich bräuchte eine Werkbank. So. Schön. Ich würde vorschlagen, wir halten uns jetzt doch noch mal ein bisschen an den ursprünglichen Plan. Oh. Du hast ein Ausmachmodul gefunden, das du mit dem Holomantel kombinieren kannst. Wenn du das damit verbundene Sperrgebiet betrittst, wirst du automatisch getarnt. Das ist ja interessant. Hier liegt auch noch mehr rum. Wer hat, der hat? What do you think you're doing? Scheiße. Ich wollte gerade gehen. Ich wollte gehen. Ah, aber dann könnte es sein, dass das auch genau die Gegend ist, wo ich nicht hin darf, ne? Richtig? Das könnte ich jetzt natürlich mit diesem Holomantel mal versuchen. Okay. Soll ich? Ich könnte es echt mal probieren. Wie funktioniert denn das jetzt mit diesem Holomantel? Charakter. Fertigkeiten. Inventar. Inventar. Überbrückungskontakt. Hier, Holomantel.
inspizieren. Okay, also wie das hier funktioniert, ist mir noch nicht ganz klar. Bei richtiger Benutzung lassen sich Leute damit effektiv täuschen. Ich würde ganz gerne, dass in einer der kommenden Ausgaben werde ich mich auf jeden Fall damit beschäftigen. Vielleicht ist es jetzt gerade noch irgendwie zu früh, weil ich nämlich keine Ahnung habe, wie ich diesen Holomantel anziehe. Was natürlich beschissen ist. Und ich komme jetzt auch gerade irgendwie nicht drauf. Ich hätte gedacht, das ist er nicht. Das ist er. Nee, das ist er auch nicht. Hä? Ah, da ist er. Wie praktisch. Ich hab's noch nicht ganz gecheckt. Ich geb's zu. Ich hab's noch nicht ganz gecheckt. Müssen wir mal sehen, wie ich da weiterkomme. Bin gerade ein bisschen irritiert. Also, meine Lieben, ich mache an dieser Stelle einfach einen Cut, um meine Irritation zu überspielen. Und dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Ausgabe. Das wäre dann morgen der Fall. Und ich gehe mal davon aus, dass wir dann morgen uns ein bisschen beschäftigen werden mit unserer Hauptmission, damit wir da ein bisschen vorwärts kommen wieder. Das wäre nicht so schlecht. In diesem Sinne sehen wir uns morgen. Mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Und dementsprechend macht's mal gut. Ja, genau. Macht's mal gut. Tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen belegt. Hab heute schon 100.000 Autos geknackt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknackt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo in Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Teich. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.